Herr Ahrens, Herr Ahrens, ich habe Tauwasser an meinen Fenstern. Die Fenster sind kaputt. Der Fensterbauer hat was falsch gemacht. Wir müssen sofort Klage erheben. Die müssen ausgetauscht werden. Sie lachen vielleicht, aber solche Anrufe, E-Mails, Fotos bekomme ich regelmäßig. Was hat das auf sich, Tauwasser am Fenster? Darf das so sein? Ist das ein Fehler oder muss es einfach so sein? Das geht's in diesem Video. Mein Name ist Luca Danilo Ahrens. Ich bin Geschäftsführer und Gründer der ARK Energie GmbH. Wir sind ein Bauphysikbüro in Mainz, haben aber auch Kollegen sitzen in Berlin, Hannover und in Dortmund und kümmern uns um Schallschutz, Wärmeschutz und Brandschutzplanung. In dem Video, wie gesagt, geht es hier um das Thema Tauwasser. Also, ist es ein Fehler oder muss das so relativ normal ausgedrückt? Wir müssen uns erst überlegen, welche Arten von Tauwasser gibt es überhaupt? Also am Fenster. Es gibt einmal, dass das Fenster von außen beschlagen ist. Es gibt einmal die Möglichkeit, dass das Fenster von innen beschlagen ist und meistens irgendwie unten links, oben links in den Ecken. Oder dass vielleicht sogar Tauwasser am Rahmen ist. Also am Fensterrahmen. Und das läuft vielleicht auf die Seite, wo dann Putz ist, wo eine Gipskartonplatte ist. Und da fängt es jetzt vielleicht sogar an zu schimmeln. Und das ist dann ein Problem. Aber eins nach dem anderen. Das klassische Tauwasser von außen. Woher kommt Tauwasser draußen überhaupt? So, Tauwasser kommt. Die Temperatur sinkt, die Luftfeuchtigkeit bleibt ja gleich. Jetzt sinkt die Temperatur, die Luft kühlt ab. Jetzt kann diese Luft, weil kalte Luft weniger Feuchtigkeit aufnehmen kann, oder anders auch, warme Luft kann besser Feuchtigkeit aufnehmen. Also geht das Wasser auf über 100%. Es entsteht quasi Nebel. Also muss dieses übrige Wasser jetzt irgendwo kondensieren. In dem Fall an kalten Oberflächen, dort wo es kälter ist. Und deswegen haben wir den Punkt, dass unsere Scheibe, meistens eine Dreifachverglasung, die von außen so kalt ist, weil sie so gut dämmt, dass dort das Wasser kondensiert. Es kondensiert höchstwahrscheinlich auch an der Fassade, vor allem wenn sie gedämmt ist. Das sehen wir zum Beispiel auch, wenn wir laufen, sag ich mal, rum und sehen irgendwelche schwarzen Punkte an oder hellen Punkten an der dunkleren Fassade. Das ist ein Wärmedämmverbundsystem. Und die hellen Punkte sind dort, wo die Dübel drin sind. Weil dort, wo der Dübel drin ist, wir haben einen massiven Stein jetzt zum Beispiel und haben jetzt da vorne Dämmung. Und hier geht ein Dübel durch. Und dieser Dübel war früher aus Metall. Leitet sehr gut die Wärme. Das heißt, am Kopf von diesem Dübel ist es jetzt wesentlich wärmer als rechts und links. Weil rechts und links habe ich nur die Dämmung. Und im Bereich des Dübels leitet die Wärme von innen nach außen wesentlich besser. Das heißt, um diesen Dübel drumherum ist es warm. Wenn es dort warm ist, kondensiert dort die Feuchtigkeit nicht, aber außenrum. Außenrum kondensiert die Feuchtigkeit. Hat zur Folge, hey, auf einmal ist dort Nahrung für Schimmel, für Moose etc. Oder es ist einfach nur feucht, es weht Wind vorbei, dort ist natürlich Feinstbestandteile drin, Dreck, Staub halt. Und das fungiert jetzt wie ein Kleber. Der bleibt an der Fassade haften. Und deswegen ist die Fassade dunkel. Und in den Stellen, wo die Dübel sind, ist es hell, weil es dort einfach so warm ist. Relativ einfach. So, das heißt, auch unsere Fassade kondensiert. Das heißt, mein Kondensat an meinem Fenster von außen ist kein Mangel. Es zeigt eigentlich nur, dass mein Fenster sehr gut Wärme dämmt und es außen kalt ist. Natürlich ist es jetzt schade, dass ich jetzt vielleicht nicht rausgucken kann gerade. Aber wollen Sie lieber in der jetzigen Zeit mehr Heizkosten haben, aber dafür rausgucken können, morgens früh? Oder freuen Sie sich, wenn Sie das Tauwasser von außen an der Scheibe sehen, denken so, Heizkosten gespart. Also ich bin fürs Zweite. Außerdem passiert es ja auch nicht so oft, weil dann muss es draußen schon sehr feucht, sehr, sehr kalt sein, dass dieser Effekt in dieser Stärke fungiert, dass sie gar nicht rausgucken können. So.
Dann haben wir die zweite Möglichkeit. Wir haben Tauwasser von innen an meiner Fensterscheibe. Also haben wir unser Fenster, haben unseren Rahmen und unser Tauwasser ist irgendwo in den Ecken meiner Glasscheibe. Wir müssen überlegen, die Scheibe ist hier eine Zwei- oder Dreifachverglasung und die sitzt in meinem Rahmen drin. So. Das bedeutet, an dieser Stelle, wo das Glas in meinen Rahmen einbindet, habe ich die beste Wärmeleitfähigkeit. Das heißt, diese Stelle hier sind einfach physikalisch Am kältesten. Also es ist einfach normal, dass es dort am kältesten ist. Das ist die schwächste Stelle zwischen dem Rahmen und Glas. Das heißt, die Oberflächentemperatur ist hier immer kälter. So, und das kommt ganz stark darauf an, genau was für einen Randverbund Sie haben. Jetzt denken Sie, ja, das ist ein Randverbund. Wenn ich jetzt so sage, das heißt Psi, dann sagen Sie, Herr Ahrens, bitte reden Sie Deutsch. Also ganz klar gesagt, Sie haben Ihre Scheiben, zwei oder drei, und wie diese Scheiben eingebunden werden, dass das Gas nicht rausgeht. Das ist der Randverbund. Und das bedeutet, der war früher aus Aluminium, weil es einfach günstiger ist, leichter zu verarbeiten ist, aber Aluminium leitet sehr gut Wärme. Das nennt man auf gut Deutsch oder in Fachsprache kalte Kante. Dann kann ich es machen aus Edelstahl. Das ist schon von der Bezeichnung eine warme Kante und erheblich besser, weil Edelstahl wesentlich schlechter Wärme leitet als Aluminium. Und die besseren sind entweder aus Kunststoff oder ein Kunststoff-Edelstahl-Mix. Das ist dann eine sehr gute warme Kante, aber der Begriff heißt immer noch warme Kante. So. Allein eine warme Kante bedeutet 2-3 Grad in den Ecken wärmer. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit von Innenkondensation in den Ecken ist mit einer warmen Kante wesentlich geringer als mit einer kalten Kante. Ob Sie jetzt eine warme Kante oder eine kalte Kante in Ihrem Fenster drin haben, können Sie relativ einfach nachschauen. Zumindest Sie sehen, ob es Kunststoff ist oder kein Kunststoff. Wenn Sie in den Scheibeninnenraum gucken, sehen Sie in der Regel bei alten Scheiben immer so Aluminium, Edelstahl, also silberglänzend. Dort können Sie nicht direkt sehen, ob es Edelstahl oder Aluminium ist. Aber ist es jetzt zum Beispiel schwarz, braun, türkis, etc., jetzt in zigtausend verschiedenen Farben bei modernen Fenstern, wissen Sie, hey, okay, das ist eine warme Kante. Das ist schon mal gut. Moderne Fenster haben ganz, ganz oft eine schwarze warme Kante, weil es einfach attraktiv aussieht. Also tendenziell ist also Kondensat in meinen Fensterecken normal, vielleicht nicht optimal, aber hier ist kein Grund der Beunruhigung. Wie entsteht dieses Kondenswasser überhaupt im Innenraum? Na, ganz einfach. Sie sehen noch hier Schweiß, Verdunstung generell beim Schlafen. Pflanzen, waschen, putzen, es entsteht Feuchtigkeit im Innenraum. Und gerade wenn Sie bei sich im Schlafzimmer sich beobachten, mit geschlossenem Fenster schlafen, würde ich Ihnen auch raten, niemals mit gekipptem Fenster schlafen. Einfach unnötig viel Energieverlust. Gerade im Winter, jetzt. Brauche ich über eine Lüftungsanlage, eine dezentrale zum Beispiel an. Unterschied dezentrale und zentrale Anlage habe ich Ihnen hier mal verlinkt. Führt dazu, dass diese Feuchtigkeit, also die Innenraumluft quasi zu feucht wird, an meiner kalten Oberfläche wieder kondensiert. Und dann dort, wo es am kältesten ist. So, und das kann halt mal, ist halt sehr oft an diesen Ecken. Hat man alte Aluminiumfensterrahmen, kondensiert das meistens im vollflächigen Rahmen, weil die einfach furchtbar kalt sind, weil die einfach schlecht energetisch sind. Habe ich ein generell schlechtes Fenster, dann kondensiert das an meiner Fensterleibung auch. So, das heißt, wo das Fenster an meine Außenwand stößt. Und wenn ich jetzt noch einen Aluminiumrahmen habe oder generell ein schlechtes Fenster und ich dort generell die Feuchtigkeit kondensiert und daneben dann quasi Putz ist, Gipskrankenplatte etc. ist,
saugt es die Feuchtigkeit auf. Es ist vielleicht noch gleichzeitig auch zu kalt dort, logischerweise, sonst wird auch die Feuchtigkeit nicht kondensiert. Und jetzt wächst dort Schimmel. Der Schimmel ist das Problem. Ein reines Tauwasser an der Scheibe ist erstmal nicht das Problem, das ist ein Indikator, dass sie lüften müssen. Aber Schimmel an der Fensterleibung ist ein Indikator dafür, dass sie eine Wärmebrücke haben und dass sie anders lüften müssten, damit sie dieses Problem behoben kriegen. Wenn Sie dazu Fragen haben, melden Sie sich gerne bei uns. Wenn Sie bei sich Schimmel haben, glauben, es kommt vom Fenster, vom Falschlüften, Ihr Vermieter sagt, hey, ich lüfte nur falsch, das kann gar nicht sein. Wir beraten beide Seiten dort. Uns ist die Wahrheit am wichtigsten und vor allem noch, wie wir das kostengünstig und seriös sanieren können und vor allem, wie das in Zukunft nicht mehr auftauchen wird. Weil das sollte ja immer das Ziel sein. Wenn Sie dazu Fragen haben, ein Projekt haben, wo wir helfen können, melden Sie sich gerne bei uns unter www.arkenergie.de. Klicken Sie oben rechts auf den Button und füllen ein Formular aus, dann melden wir uns bei Ihnen oder schreiben Sie uns direkt eine Anfrage an anfrage@arkenergie.de.